In einer Chemiefabrik im texanischen Crosby hat es zwei Explosionen gegeben. Seit den frühen Morgenstunden waren schwarze Rauchwolken ausgetreten. Der Leiter der US-amerikanischen Katastrophenschutzbehörde, Brock Long, bestätigte, dass der austretende Rauch eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Wir machen Rauchwolkenmodellierung. Darauf basieren wir auch die Evakuierungen. Und ja, der Rauch ist unglaublich gefährlich. Wir sind sicher, dass wir alle Menschen aus dem betroffenen 1,5-Meilen-Radius evakuiert haben. Im US-Bundesstaat Texas hatte am Wochenende der Wirbelsturm Harvey für einen Niederschlagsrekord und massive Überschwemmungen gesorgt. Binnen weniger Tage waren in einigen Orten bis zu 125 Zentimeter Regen gefallen. Bisher sind mindestens 30 Menschen den Fluten zum Opfer gefallen, viele weitere werden noch vermisst. Einsatzkräfte hatten in den vergangenen Tagen rund 8.500 Menschen aus ihren Häusern gerettet, fast ausschließlich per Hubschrauber oder mit Booten. Nach dem Ende des Regens stehen viele Anwohner vor dem Nichts. Mehr als 80% der Betroffenen sind nicht gegen Flutschäden versichert.